Dankeschön. Ich weiß Ihren Enthusiasmus zu schätzen. Möchte mich an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz persönlich bei Ihnen vorstellen. Treiber der Name. Sigmund von Treiber, Oberfinanzdirektion Berlin, Steuerfahndung. Hallo Pudi-Fans! So, die Jubilare, meine Damen und Herren, sind unter uns. Sie sitzen dort oben. Herzlichen Glückwunsch, Pudi, fürs 40-jährige Jubiläum! Sie werden gleich Gelegenheit kriegen, Ihren Enthusiasmus auf eine andere Art und Weise Ausdruck zu verleihen. Ich möchte jetzt all diejenigen bitten, die kein Konto in Liechtenstein haben, aufzustehen. Wir werden ein gemeinsames Ständchen singen. Ein klassisches Happy Birthday. Also erheben Sie sich, wir haben Kameras. Wenn Sie sitzen bleiben, wir wissen, wo Sie wohnen. Wir heben uns alle, wir beginnen mit dem Kammerton. Hä? Auf drei. Eins, zwei, drei. Happy Birthday. Was ich euch wünsche, habe ich euch schon bei Verstehen Sie Spaß gesagt. Ich habe gesagt, wir hören uns jetzt einen Querschnitt an der größten Hits, die ihr hattet. Ich wünsche euch, dass ihr diesen Querschnitt noch ganz, ganz oft vortragen könnt und dass immer wieder was Neues dazukommt. Also lasst euch nicht runterkriegen, sondern greift an. 40 Jahre Pudis und City gratuliert. 40 Jahre Rock'n'Roll. Und das Schöne ist, sie sind nicht weg vom Fenster, sondern immer noch am Fenster. Herzlichen Glückwunsch. Genau, herzlichen Glückwunsch. Fritz hat alles schon gesagt. Immer schön die Haare im Wind, durchhalten, es lebe der Bassismus, Gitarrismus. Ich wünsche euch, dass ihr noch weiter viel Spaß auf der Bühne habt, dass ihr euch weiterhin so gut miteinander versteht und dass ihr noch viele tolle neue Songs schreibt. Ich gratuliere den Pudis zum 40. Ich folge ja auf dem Fuße sozusagen, in 3 Jahren bin ich ja auch dran. Und ich finde das toll, dass es sie gibt. Sie gehören den Menschen, die diese Musik lieben. Und das ist einfach völlig in Ordnung und toll. Ich gratuliere ganz herzlich. Also ich wünsche den Pudis erstmal alles Gute, dass sie überhaupt so alt geworden sind als Rockband. Das ist ja nun alles andere als gewöhnlich. Und ich wünsche mir von ihnen, dass sie, solange sie wollen, solange sie noch können, weiter auf der Bühne stehen. Ich habe selber erlebt, wie klasse es abgeht bei einem Pudis-Konzert. Und dass die Fans, ob sie jetzt 20, 40, 60 oder 80 Jahre alt sind, auch noch möglichst lange Pudis Musik hören wollen. Wir haben 60 Jahre Bundesrepublik, wir haben 20 Jahre Mauerfall und 40 Jahre Pudis. Und ich wünsche den Pudis noch weitere 40 Jahre, meinetwegen, wenn sie es schaffen. Wir gehen in den dritten Akt unseres Lebens, also die letzten 30 Jahre. Und wir machen so lange, wie wir im Rollstuhl vielleicht noch sitzen dann und noch singen können, wie er hieß das, der 105 ist. Und die Leute kommen dann nicht mehr, um uns singen zu hören oder spielen zu sehen, sondern um uns sterben zu sehen. Und das ist vielleicht auch was Schönes, wenn sie alle kommen und 40 Euro zahlen und wir sterben auf der Bühne. Das ist sozusagen eine Perspektive, die ich mir wünsche und die wünsche ich euch auch. Herzlichen Glückwunsch dafür und alles, alles Gute. Tschüss. Thank you.
Dankeschön. Hallo Berlin. Wir begrüßen euch und möchten euch gleich am Anfang erstmal ein wunderschönes neues Jahr wünschen. Ich kann es noch gar nicht glauben, seid ihr wirklich alle unseretwegen hier? Das ist Wahnsinn. Wir freuen uns so drüber und wir sind natürlich auch ein bisschen aufgeregt, das gebe ich zu. Und 40 Jahre haben längst noch keine Routine hinterlassen. Eigentlich ist es schade, dass man da irgendwann aufhören muss. Wir sind da nicht mit einverstanden. Machen wir die Gitarre ein bisschen mehr hier. Wir haben ein zweites Leben beantragt. Dann könnten wir uns spätestens in 100 Jahren wieder treffen. Das wäre doch super. So, und ich würde sagen, dass wir damit wir uns das merken, müssen wir uns jetzt mal die folgenden Liedzeilen ein bisschen einprägen. Ich singe sie mal kurz vor. In 100 Jahren ist es soweit, dann werde ich wieder hier stehen. In 100 Jahren lieb ich erneut und werd neue Wege gehen. Und jetzt hier! Wunderbar, los, Basta! Im letzten Sommer, die Biere schmeckten schal, beschloss ich einfach, ich lebe nochmal. Ich sah nach oben, tief in den Himmel rein, mein zweites Leben schien schon jetzt wahr zu sein. Im zweiten Leben weiß ich, wie es geht. Ich hab's ja schließlich schon mal erlebt. Ich kenn die Sehnsucht und die Vergänglichkeit und das Geheimnis der Dunkelheit. Ich mach die Seelenfehler nicht nochmal. Werde mich besser verstecken vor den bösen Zecken und brauch mir keine Wunden zu lecken. Yeah! In 100 Jahren ist es soweit, dann werde ich wieder hier stehen. Hier steht
könnte funktionieren. Okay, dann fangen wir jetzt an. Ich fahr im Nebel durch die Nacht, die ganze Nacht an nichts gedacht und nichts gesehen hast du die graue Wand. Ich bin allein im ganzen Land. Ich höre ein Lied im Radio, das mich berührt, weiß nicht wieso. Hat keinen Text und keinen Sinn. Ich summe es mit leise vor mich hin. So, mit dem folgenden Lied wollen wir uns bei all unseren Freunden und Fans bedanken für ihre Bereitschaft, unsere Musik mit anzuhören. Und das ist der Titelsong vom Album Abenteuer. Leben's Welt.
Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen, dass es eben so ein Erfolg ist. Und man sagt dann ja auch immer, einen Teil davon denkt man ja auch an unser 40-Jährige, dass es dann auch gut wird. Erstmal mit vollem Respekt, in erster Linie vom Publikum, die haben ja auch 40 Jahre durchgehalten. Und ohne das Publikum hätten die Pudis ja auch nicht so lange gemacht. Ne? Und da muss man einfach mal sagen, das ist schon einfach eine Leistung, immer volle Hütte. Wir sind die älteste Band in unserem Umfeld und wie man weiß, eine Vorreiterrolle hat immer was Beispielhaftes. Ja, wir sind gekommen, um den Pudis zu gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, meine Herren. Ich sage, es ist gut, dass so ein langer Zeitraum, dass die Leute einfach die was machen, die Musik empfinden und auf der Bühne Freude haben, dann durchziehen. Gegen alle anderen Meinungen, die oftmals sagen, gibt es eine Rockerrente oder hin und her. Nein, die wird es mit Sicherheit nicht geben. Weitermachen und noch eine schöne Party. Danke euch, City. Vielen Dank. Thank you.
Yeah.
Wir wollen noch alle Sieger sein. Und nicht so ein armes Schwein. Die Jagd auf Autobahnen, die Scheibenfinger.
schloss ich um mich her, wie ein Schuss, als ich 10 war, war die Welt wie ein Blatt und Papier, war ein Ball und war ein Schiff, 2 und 2 war nicht. Thank you.
Dankeschön. So, jetzt wollen wir etwas leiser spielen. Wir haben ja im vergangenen Jahr eine Tour gemacht. Das war eine Unplugged-Tour. Wir haben gedacht, dass wir heute hier sowas auch machen. Wir hatten dann auch ein paar Gäste bei. Konrad Ojak an den Keyboards. Das ist übrigens ein naher Verwandter von unserem Produzenten Rainer Ojak. Der Sohn, ein Verwandter. Andy Böhr. Und hier ist noch ein Verwandter von Klaus. Das ist der Sohn, hier ist Nick Scharfschwert. Aus Blei schließt die Tiefe sie ein, doch das Meer ruft. Ihre Messer sind scharf, aber scharf auch die Angst. Lauert unter jedem Stein, will stärker als sie sein. Wenn sie den Wellen müde steigen, hält deine Perle die Hand. Wenn auch ihr Leuchten nicht ihnen gehört, sie tragen Land.
Schatten rückt von mir in Hiroshima, als das Feuer schien. Doch den keiner kennt in Hiroshima, wo der Stein der schien. Und er schrie, er wird euch gut. Sonst holt euch die Glut hier. Fliege mein Lied nach Hiroshima, flieg zum Schattenstein und versprich dem Mann in Hiroshima, das wird nie. Denn die Welt erinnert sich gut, sonst holt sie die Glut wie China. So, jetzt haben wir noch einen kleinen Gast hier. Eine kleine junge Dame. Na, komm mal her. Komm mal her. Sie will jetzt für ihren Papi ein Lied singen. Wer ist denn Papi? Quasta. Quasta ist der Papi. Spinnen, Toren, Hoden.
Das ist der Mann, mit dem wir die letzten Platten produziert haben. Das war die Weihnachtsplatte. Und vor allen Dingen, er hat auch die Ostrock-Klassik-CD produziert. Er hat die Arrangements geschrieben für das Filmorchester Babelsberg. Wir hätten ja gerne so das ganze Jahr über das Filmorchester Babelsberg mit. Aber im Sommer sind sie wieder dabei. Bei Ostrock Classic sind wir natürlich auch wieder in der Wuhlheide. Wir können ja mal kurz was einspielen, was du geschrieben hast. Seine Zeit. Steine sammeln.
Ja, ihr seht es mit eigenen Augen. Das Filmorchester Babelsberg ist da unter der Leitung von Bernd Pievelmeier. Wir danken euch, dass ihr heute zu uns gekommen seid. Was würde denn Professor Birne zur Diagnose Rockerrente und 16.500 sagen? Ja, also wenn jeder hier so eine Rente bekäme wie unser Rocker. Obwohl, das ist ja, man muss ja sagen, ist ja ein Nebenverdienst, ja, zur Rente. Ich weiß gar nicht, sind die eigentlich schon Rentner? Das weiß ich auch nicht. Darf man das fragen? Ich denke mal, dass sie schon Rentner sind, aber ich meinte ja eher in die Richtung, in dem Alter noch diesen Stress, Tour, 40 Jahre Jubiläum. Ja, das ist ja positiver Stress. Börner würde natürlich immer abraten von negativem Stress. Obwohl er sich ja eigentlich kaum mit lebendigen Patienten rumzuschlagen hat. Die Patienten, die zu Börner kommen, die haben es ja meistens schon hinter sich. Aber positiver Stress ist immer in Ordnung und Blutdruck muss schön pumpen und das wird er heute bestimmt tun. Bei Maschine, Quaster und all den anderen. Und bei Ihnen? Ist das auch? Ja, bei mir. Genau, im Moment geht's noch. Aber ich frage mich mal in einer Stunde nochmal. Und wir machen weiter mit einem Song. Den kennt ihr auch. Fahren zwei durch alle Meere, fahren zwei in einem Boot. Der eine kennt die Sterne, der andere misst das Boot. Sind nicht zu drinnen, bleiben fern. Ob nach der Rand sie morgen erscheint, sie finden zueinander. Steigen zwei auf hohe Berge. Ja, unser Liefers! Steigen zwei zum Himmel dicht. Der eine blickt die Welt an, der andere sieht das Licht. Noch liegt die Erde flach auf der Hand. Sind sie den Wolken nah und verwandt und halten zueinander. Zwei durch laute Straßen, geht zwei durch einen Raum. Den einen ruft die Arbeit, den anderen Mühe auf. Schon kommen Tage, die man nicht zählt. Schon ist entschieden, schon ist gewählt. Doch tragen sie einander auf Lebenszeit. Zu beginnen mit so einem schönen Abend und so vielen netten Leuten hier. Also, als ihr angefangen habt zu spielen, war ich 4 Jahre alt.
Und jetzt bin ich 44, also 40 Jahre sind vergangen, ist ja klar. Und irgendwie wart ihr, ich kann mir meine ganze Kindheit eigentlich überhaupt nicht vorstellen ohne Pudis. Und ihr wart irgendwie immer in meiner Nähe. Und inzwischen ist viel passiert und irgendwie seid ihr immer noch in meiner Nähe. Wir haben das gespürt, Jan Josef. So, und wenn mir damals in meinem Kindergarten in Dresden einer gesagt hätte, dass ich mit euch mal auf einer Bühne stehe und noch dazu vor 17.000 Leuten, dann hätte ich mir vor Angst Pippi in die Hose gemacht. Aber heute geht's mir gut.
Hier ist Michael Hirte. Erinnern, als wir angefangen haben, damals zum ersten Mal überhaupt in der Öffentlichkeit zu spielen. Das war damals im Tivoli in Freiberg. Und ja, auf unserer neuen CD haben wir gedacht, da müssen wir eigentlich ein Lied drüber machen. Und Micha und Ole, die werden sich jetzt ein bisschen auf den Mundharmonikas duellieren. Ja? Okay. Geboren sind.
sind süchtig, rock'n'rollistisch. Für uns dann gibt's kein Zurück, kein Stück zurück. Yeah, yeah, im Tivoli, im Tivoli. Hier schrieb er unsere Schicksalsmelodie. Im Tivoli, im Tivoli. Hier war der Urknall unserer Symphonie. Dass ich mal auch meine ständigen Kollegen mit Namen erwähne. Da haben wir hier den Mann, der für die tiefen Töne verantwortlich ist. Am Bass, das ist Bimbo!
am Schlagzeug Klaus Scharfschwer. Ja, und hier ist der Mann, der von Anfang an dabei ist. Jetzt bereits seit 40 Jahren. Länger als ein halbes Leben. Das ist Custer! Ja, und hier sitzt der älteste Pudi der Welt. An den Keyboards, Peter Meyer! Lebt denn der alte Holzmeier noch, Holzmeier noch, Holzmeier noch? Lebt denn der alte Holzmeier noch, Holzmeier noch? Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Ja, er lebt noch, stirbt nie. Grüß die Pudis! Ein Riesenjubiläum, 40 Jahre auf der Bühne. Und hier ist unser Geburtstagsständchen. Ich lächle dich sehr gut. Seine Lust ist ganz gut. Das Hacken fällt ihm schwer. Das Hacken fällt ihm schwer und der Husten klappt ihm sehr. Falls Michel das so schlecht vergeht, singen alle jetzt ganz leise dieses Lied. Jetzt singen wir das Lied. 2, 3, 4. Denn der alte Holzmeier noch, Holzmeier noch. Kennt ihr noch? Dann nehmen wir mal die Hände hoch, bis ganz hinten! Domichel, der ist krank, und zwar da schon aus dem Bann. Was sollen wir denn nur tun? Ja, da muss ich jetzt was tun. Weil's nicht nur, ja, das so schlecht geht, summen wir gemeinsam dieses Lied. Alle summen! 2, 3, 4. Jetzt kommt er wieder! Ich habe nun die Ehre, auf einen jungen Mann vorzustellen. Er ist aus der ehemaligen sowjetisch besetzten Zone Maschine!
Gott gezeugt. Vom Scheitel bis zur Sohle. Vor mir hat sich der Papst verbeugt. Mein Glaube ist die Kohle. Ich hab den alten Mann verjagt aus seinem Himmelsreich. Ich bin der neue Gott, der nie versagt und euch die Hände reicht. Aus! Thank you.
Parat grüßt die Pudis und natürlich alle hier im Saal. Natürlich haben wir auch einen Titel mitgebracht. Nein, es sind nicht die sieben Brücken. Es ist ein Titel, den wir in unserer namenlosen Zeit für uns neu entdeckt haben. Er ist jetzt unsere Hymne und vielleicht wird er ja heute auch ein bisschen eine kleine Hymne der Pudis. Denn wir haben uns immer gesagt, uns zwingt keiner auf die Knie. Sie glaubte daran,
an seine Sprüche dir schwor, an seine Sprüche dir schwor. Bis ans Ende der Welt, warum die Mond zu uns fliegen hört. Bis ans Ende der Welt,
am Saxophon von Peter Mayer. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dankeschön! So, jetzt wollen wir etwas spielen von unserem Album Undercover. Das ist ja ein Album, wo wir ein paar Songs covern. Und hier ist ein Medley von den besten und schönsten Ostsongs aller Zeiten. Dieses bleibt für immer. Ist nicht Rausch, der schon die Nacht verklagt. Ist nicht Farbenschmelz, noch Kerzenschimmer. Von dem Grau.
hat sich, dass ich zunächst taub. Klingt dann nur Licht, die Straßen entlang. Klingt dann nur Licht, die Straßen entlang. Man kennt dich auch in der Sowjetunion, aber du kennst und siehst mich leider nicht. Doch ich will dich. Doch leider nur in TV-Show. Play
möchten uns von euch verabschieden. Es war ein schöner Abend, wir haben gerne für euch gespielt. Es hat unendlich Spaß gemacht und wir wünschen euch ein tolles Jahr 2009. Und bis zum nächsten Mal sagen wir auf Wiedersehen. Und bis dahin, haltet durch! Es ist ein Ende. Wir spielen bis zum Rockerende. Es ist kein Ende. Wir spielen bis zum Rockerende. We'll be right back.
Dankeschön. So, lass mich zum Schluss auch noch ein paar Worte verlieren. Wir wollen uns natürlich ebenfalls bedanken. Wir wollen uns bedanken bei allen Leuten, die auf unserem langen Weg dabei waren. Aber ganz besonders wollen wir natürlich heute diesen Leuten danken, die das alles möglich gemacht haben hier in dieser wunderschönen O2 World, in dieser riesen Arena hier. Das sind vor allen Dingen unsere Techniker, unsere Rodis, die seit Tagen, ach seit Wochen, Konzepte entwickelt haben. Ja, klatscht ruhig. Und dann wurde das hier eingebaut, natürlich unter Zeitdruck, wie das immer so ist. Wir wollten ja auch, dass ihr pünktlich hier reinkommt. Also wie gesagt, einen großen, großen Dank an die Technik, an unsere Techniker, ans Licht, an den Ton, an die Animation hier hinten, an die Firma Blackbox, die dieses Zeug hier alles auch hingehangen hat. Und natürlich die allerwichtigsten heute hier gewesen, das ist unsere Managementfirma Multiart und natürlich auch Lit, die sozusagen für die Technik mitverantwortlich sind, also Multiart, Ina, Jana, Rolf Henning und ich habe bestimmt einen Weg vergessen. Lasst uns jetzt ein Lied spielen, das wir vor vielen Jahren hier zum allerersten Mal gespielt haben. Das war im Palast der Republik. Ja, damals noch zur Veranstaltung Rock für den Frieden. Ja, und wir spielen es immer noch. Das Buch. Genauso aus wie wir. Und auf diesem Planeten gibt es Bibliotheken voll mit Büchern, geschrieben von Dichtern, Philosophen und Wissenschaftlern. Und vielleicht, wenn auf der Welt der Hass und die Gier so groß werden, dass nichts, aber auch nichts mehr sie retten kann, dann vielleicht gibt es dort ein Buch, das heißt Der Untergang der Erde. Es wird über uns berichten, über unser Leben, über unseren Tod und über Feuer, das so groß war, dass keine Tränen es löschen konnten. Bis hin zur letzten Sekunde, als die Erde aufhörte zu existieren. 110 Milliarden Augen, ein Trauerregen ran und ein Tränenmeer, das überlief. Und den letzten Damm der Hoffnung zerbrach. Und aus 10 Milliarden Augen,
Familie, Karat, Micha Hirte, die Radfischten, City, Rainer Oljak, Konrad Oljak, Andi Böhl, Nick Scharfschwert und das Babelsberger Filmorchester unter der Leitung von Bernd Wevelmeier. Vielen Dank! Natürlich, Mensch, jetzt habe ich fast vergessen, unsere kleine Gastsängerin, Klein Kimberly. Maschine, wie war's? Ergriffen, ich bin noch ergriffen. Ja, also wir waren eigentlich zufrieden, also mit den Leuten sowieso. Und für diese kurze Probezeit ging eigentlich alles ganz gut, um das mal so zu formulieren.